Hallihallo und herzlich willkommen zurück in Moheim. Wir befinden uns mal wieder im Ion Let's Play und wir wollen hier unsere Quest erledigen, die wir gerade in der letzten Folge am Ende angenommen haben. Ach, das ist das Schöne an den Folgequests. Die überraschen uns immer und immer wieder, wenn wir eigentlich ins nächste Gebiet hier drin wollen. Kommt uns eine Folgequest und schlägt uns mitten ins Gesicht und sagt: Nee, du kannst noch nicht weiter. Du sollst doch nicht gehen. Ich komme mir dann immer vor wie Gandalf, der dann da steht und sagt: You shall not pass. Ach ja, genau so stelle ich mir immer die Leute vor. Und wir machen das erste Mal, dass wir etwas sockeln. Wir haben... ich bin im Kampfmodus. Wir haben hier vorne MV16, also Magieverstärkung 16. Und schau mal, es ist raufgegangen. Jetzt haben wir 16 Magieverstärkung, insgesamt mehr. Mit den anderen Steinen lohnt es sich nicht wirklich. Deswegen mache ich das auch nicht mit denen. Mal schauen, was hier rauskommt. Hier kommt noch eine Präzision raus. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Na denn, geht's weiter? Merkt, wir haben ganz schön viel Zeugs im Winter. Leider ist uns auch besser. Das ist das falsche Ziel. Stuck mal diesen Mana-Trank nebenbei. Dürfte eigentlich so sein, dass wir jetzt nicht deswegen Mana vergeuden. Dürften mehr oder weniger dann auf Null später kommen. Ernsthaft. Weil der uns jetzt gesandt hat, haben wir leider einen leichten Mana-Verlust gehabt. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon? Niemanden. Es sind ja nur blöde Mana-Tränke. So. Früher oder später gehen wir auch noch in Feuertempel rein. Das ist hier vorne, diese Instanz. Ich habe mir überlegt, dass für die Ferngruppen, also ich habe ja noch nebenbei einen Laptop stehen, dass ich dort dann einfach einen zweiten Client starte, damit ich auch hier auf diesem PC auch den richtigen aufnehme. Es kann nicht passieren, dass ich aus Versehen den falschen aufnehme und das erst nach der Aufnahme merke. Und es könnte ganz schön blöd sein. Und dann nebenbei halt mit mir selber sozusagen in einer Gruppe sein und ich denke, dass es praktischer ist, hier nach einer Ferngruppe erstmal stundenlang suchen zu müssen, ehe ich dann aufnehmen kann. Ganz ehrlich, da starte ich lieber einfach den zweiten PC. Und an dem kann ich eh nicht vernünftig Ion spielen, weil dieser Laptop, der ist jetzt mittlerweile rund 5 Jahre alt und damals war der auch kein Gaming-Laptop. Dementsprechend ist das Spiel, das ist... Man kann es spielen, aber es läuft nicht erst rein. Es gibt echt Angenehmeres, aber wir sind hier noch nicht dabei, dass wir in eine Instanz reingehen. Davor muss ich mich dann halt dementsprechend vorbereiten. So, das war wieder irgendein Stein, den wir nicht brauchen. Hier gibt es keine Folgequest, jetzt machen wir doch das Coole. Wir fliegen jetzt hier runter. Ich hoffe, wir haben genug Flugzeug. Wenn nicht, dann werden wir gleich abstürzen. Mal sehen, wo wir landen. Das hier vorne bringt nichts dazu landen, da ist nur die Sammelquest, aber ich werde es trotzdem tun. Hier ist der Weltenboss. König Zugok. Wenn wir da hingehen, der killt uns einfach so. Man kann sich einen Spaß machen als 65er und den töten. Aber, ja, so viel bringt das jetzt nicht. Und es gibt noch einen anderen, das ist irgend so ein, wie heißen die? Adler. Der befindet sich hier hinten in der Wüste, die hier ist. Also es gibt hier zwei Weltenbosse. Wobei ich schon sagen muss, König Zugok ist nicht gerade leicht zu meistern, aber ich meine, der ist nicht aggro. Und der hier hinten seine Patrouillen fliegt, der ist aggro und das kann schon einen ganz schön nerven, wenn man dann da langläuft und dann einfach kabusch, tot. Mal sehen, vielleicht passiert uns das auch später. Wahrscheinlich, wenn ich dann mein Sammeln von... Ja, schreibe mich bitte nicht an. Von 100 auf 200 mache, dann könnte das durchaus passieren. Ich hoffe, das Schicksal findet euch bei Kräften. So, das ist ja schrecklich. Ah, nee. So, ehe wir hier vorne die Quest aber abarbeiten, möchte ich gerne zu Kedans Hütte. Das ist dort, wo unsere Kampagne uns hinzeigt. Hier. Das ist da hinten und Kedans Hütte ist... Ja, das ist falsch. Da. Also rein theoretisch sollten wir, wenn es nach der Kampagne geht, von hier nach dort und wieder nach hier. Und dann nach da. Und dann irgendwo anders hin. Also, das machen wir nicht. Ganz einfach gesagt. Ja, wir haben jetzt dieses Gebiet hier entdeckt. Das ist auch eins, was sehr beliebt ist bei Tauben, die sich hier befinden. Da müssen wir echt aufpassen. Es kommt ganz häufig vor, dass die Leute abfahren. Wieso? Das kann ich euch gleich zeigen, weil wenn wir jetzt gleich hier den Hügel passiert haben, dürfen wir diese Dinger auch sehen. Ich hoffe, dass sie auch auf diesem Server hier auch stehen. Müssten sie eigentlich. Stopp, wir sind auf dem Hauptserver und es könnte sein, dass sie auf den Anfängerserver sind. Das kann natürlich sein.
Nämlich, dieses Gebiet ist normalerweise botverseucht. Also, ja, das ist wahrscheinlich, wenn man standardmäßig eigentlich auf einen Anfängerserver ist. Aber da sehen wir schon den ersten Bot. Und die laufen hier überall rum. Sehr gut erkennbar an der Kräuter- und der Mana-Behandlung. Und das ist einfach absolut lächerlich. Und deswegen kommen hier häufiger Tauben her, um einfach mal... Ich meine, die Leute wehren sich nicht. Und es stört auch ehrlich gesagt keinen Asmo, wenn man da einen Bot wegklatscht. Ich meine, das sind keine Asmodia. Das sind einfach nur Bots. Und Bots gehören, egal welcher Rasse, einfach... niedergemalt. Punkt. Jetzt sind wir hier bei Kelans Hütte. Hier gibt es wieder Quest. Hoher Besuch. Für 26. Ihr merkt, es wird immer mehr, Shugo, was wir an Quest haben. Also in der Höhe. Shugo, das hier scheint kein Bot zu sein. Nein, das ist keiner. So, Gegenstände verkaufen, die wir nicht brauchen. Müssen wir natürlich auch machen. Ich will auch hier diese verkaufen. Die brauchen wir echt nicht. Das ist schlechter. Immer schön weg mit dem ganzen Schrott. Verkaufen. Wir haben schon übrigens die eine Million geknackt. Scheint schon ein bisschen her zu sein, dass wir es haben, aber okay. Willst du etwas von mir? Wir können auch die hier annehmen, ist ja egal. Die werde ich nur nicht in unsere Questrit reintun. Hier ist Kelan. 27. Das werde ich tun, was auch immer wir tun sollen. Hier ist die Münzquest, die es für hier gibt. Da kriegen wir Bronzemünzen her. Also es gibt hier an verschiedenen Stellen die Bronzemünzen-Quests. So, hier gibt es eine Gruppenquest. Seid gegrüßt. Zackenkrebstein. Was hier? Stellt euch vor, bla. Silbermünzen. Das heißt, für das nächste Set kriegt man hier auch die Sachen. Und dann muss ich noch Kelan markieren, weil der hier eine Sammelquest hat. So. Die wird mir gar nicht auf der Karte... Also, sammeln hier. 22, die wird mir schon nicht mehr angezeigt. Das ist nicht gut. Nicht, dass ich hier später das Quest nicht mehr finde, deswegen hoffe ich mal, dass mir das nicht passiert. Das sind alles Sammelquests, das heißt, nochmal auswählen, Karte. Wie viele Sammelquests es einfach mal in Moorheim gibt. Das ist wirklich so. Hier gibt es extrem viele. Auch weil man hier dann von 100 bis 200 levelt und man da sehr viel machen muss, gibt es dementsprechend Quests. Ich meine, das Zeug hast du ja eh, dann kannst du es auch verkaufen. Ihr merkt, wir haben ja schon wieder richtig viele Quests, die wir theoretisch machen müssen. Aber wir gehen erstmal da hinten hin zu den Bäumen. Also ich verrate euch mal Elim. Komplizierte Wörter immer. Sind Bäume. Oder ihr kennt wahrscheinlich Herr der Ringe. Das sind dort diese riesigen... Wie heißen denn die Bäume? Scheiße. Jetzt wollte ich gerade das damit vergleichen, aber jetzt fallen mir dort die auch nicht ein, wie die heißen. Ihr werdet sie ja gleich sehen. Da vorne, hier. Hier wie Baumbart. Ah, was für eine Rasse war das nochmal? Geil. Das sind halt solche riesigen Bäume. Oh, hießen nicht einfach nur Bäume? Keine Ahnung. Seid gegrüßt, Deva. Ja, hallend und alt und alles. Und wow. Unsere Art ist bedroht. Sprix haben Belemu die Elem-Essenz gestohlen. Oh. Durchsucht die Sprix-Lager und findet das Versteck der Essenz. Ja, ich werde suchen. Holt sie zurück, damit wir den ältesten Belemu retten können. Oh. Also diese Art hier heißt Belemu, anscheinend. Unsere hier war noch ein Quest. Art ist bedroht. Und jetzt müssen wir da vorne mit dem Elim nochmal sprechen und wir gehen jetzt auch ein da hoch, noch ein paar mehr Quests annehmen. Ein Ihr merkt, das wird sehr Tag viel, was wir jetzt haben, Elim. Aktiv haben. Aber viele sind auch wirklich nur Sprechquests, wo man bla mit da und bla, ne? Ihr kennt es ja. Dort vorne müssen wir jetzt sprechen. Und ihr merkt, ach, da hinten ist das ist eh eine Sammelquest, dann kann ich die direkt markieren, dann muss ich ja nicht hinlaufen. So. Sammeln. Hier vorne ist auch noch eine Quest, da müssen wir aber eh nachher mit einer Kampagne hin. Das heißt, da werde ich noch nicht hinlaufen. Das bringt es ja echt nicht, wenn wir das zweimal machen. Gruß an den Alchemisten. Ja, der Kisting ist sogar ein Alchemist. Was für ein Wunder. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Du musst den Elims helfen. Fasst euch kurz. Das war schon kurz gefasst. Ich kann das nicht kürzer sagen.
Ja, wir müssen für ihn Octasinen töten. Das heißt, ihm sind die Aliens egal. Er will noch mehr Gift brauen. Nein, Scherz. So, ihr merkt, diese Quest beziehen sich einfach... Das machen wir jetzt alle. Über das ganze Gebiet hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, was machen wir zuerst. Ich bin dafür, wir machen das mit den Taumelteilen, die hin und her taumeln. Hier vorne erledigt Taumel Fungi und Tänzel Fungus. Das sind hier hinten die kleinen Viecher. Die Taumelteile, die sind eigentlich recht einfach und ihr merkt, im Vergleich zu Brustonien sind diese Quests hier einfach viel kürzer. Also viel kürzer. Ah, und wir erzeugst. Da ist ein Brief. Nee, das ist aber keine zusätzliche Quest. Definitiv nicht. Oh, und das eine, was wir eben hatten, wir hatten ja diese komischen Hinterkeule. Diesen Gegenstand brauchen wir nicht mehr. Eine unwiderstehliche Suppe haben wir schon fertig. Das war wahrscheinlich, weil wir es nicht gebacken haben. Und ihr merkt, diese Taumelfungus, die bleiben auf einmal alle stehen. Aber tun nichts. Sie lassen mich einfach ihren Freund töten. Und sobald er tot ist, gehen die weiter. Was sind das für Assis? Oh, die hier sind theoretisch aggro. Also müssen wir ja vorsichtig sein. Die sind stärker als die kleinen Hin- und Her-Taumelnden. Ja, das kann wirklich... Ich meine, der greift uns einfach mal mit Allergie an. Sollte man nicht unterschätzen. Kann mir jemand einen Kiss schicken? Der befindet sich in... Warte, 65er? Welcher 65er kann sich nicht selber einen Kisten schicken? Ausloggen, auf einen anderen Char kaufen, Eilpost, fertig. Na egal. So. Hier haben wir irgendwelche. Was ist das hier? Fester Spurenfaden. Okay, das Material für Rüstung. Interessant. Werde ich trotzdem gleich wegschmeißen. Ich meine, ich möchte hier keine Rüstungserstellung betreiben. Obwohl, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch sagen, okay, du machst den und den Beruf. Den zieht so bis da und da hoch. Dann mache ich immer, keine Ahnung, 10 Level pro Folge, wenn ihr das wollt. Wenn es unbedingt sein muss. Dann werde ich das auch machen. Aber ganz ehrlich... Wir machen ja nur das Leben bis 65, beziehungsweise die Quest, die wir da noch haben. Aber dies ist wirklich, was macht man in Ion, wenn man groß ist? Also groß im Sinne von Endlevel. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich zeigen möchte. Also wenn wir jetzt mal darüber reden wollen, es befasst sich über Dadis, um an Kinat zu kommen, um seine Rüstung zu verbessern. Weil es geht eigentlich alles nur darum, dass man die beste Rüstung kriegt. Dann, wenn man PvP-orientiert ist, nimmt man an den Raids teil oder macht, geht in die Arena. Ein schöner Tag. Hin und wieder stellt man sich auch einfach nur hin und quatscht mit Leuten, die man hier kennengelernt hat, über den Chat und so weiter. Jetzt müssen wir da hinten Spriggan-Sammler töten. Aber ich würde gerne erst hier das hier machen, weil wir hier gerade schön zu schön sind. Also, man quatscht, dann kann man noch... Instanzen gehen, dazu gehört, dass manche TF machen, also Tiamats Festung, ein paar gehen Tamis, ein paar Rentus, Katadameis, Runadium, Schutzturm, Starmauer Bastion, das sind all solche Sachen, das kann man machen. Aber ganz ehrlich, Starmauer Bastion, Katadameis, Runadium und Schutzturm sind eher Sachen, die man als guter 65er, werde ich das mal nennen, machen kann. Das sind nämlich Sachen, da braucht man schon das Gear. Da machen wir auch hin und wieder einfach nur, dass man hin und her läuft, Sachen farmt. AP, also Abyss Points, sammelt, um sich bessere Rüstung im PvP-Style leisten zu können. Und so etwas. Und ganz ehrlich, wenn man... Also ich habe ja das, mir so einen Plan, habe ich ja, das sieht man ja, wenn ich hier M mache. Ist das hier ganz oben? Hier, warte. Da. Da sind theoretisch, was man täglich machen kann. Ich habe noch nicht mal alles da reingeschrieben. Sondern das ist immer nur ein Denkanstoß, wenn ich mich einlogge, damit ich irgendwas habe, um anzufangen. Meistens geht das dann automatisch weiter, was man macht. Und so ist das halt. Und das ist mehr oder weniger täglich das Gleiche. Das heißt, ich könnte euch klar eine Folge machen, was macht man täglich in Ion, wenn wir dann irgendwann mal durch sind. Aber ich denke ehrlich, bis wir auch 65 sind, ist wahrscheinlich schon das Cap zu 70 gekommen. Das soll nämlich wahrscheinlich... zum Jahresumschlag rumkommen, also es kommt immer zu jeder Nuller-Version, meine ich, müsste eigentlich, ja, 4. Ja, ich, auf jeden Fall zur nächsten Nuller-Version, zu 5.0,
Dürfte das nächste Level Cap kommen? Also Level 70. Bis dahin muss ich ja vorproduzieren, weil ich möchte dann meinen richtigen auf Level 70 bringen. Und danach mache ich auch den hier. Und da werden wieder viele neue Quests kommen, viele neue Instanzen, die ich zeigen kann. Das ist ein gültiges Ziel. Und so weiter. So. Ach, das waren gar nicht die. Ich habe da nur was bedingt gesehen, dachte ich, ach komm, die musst du wieder nachbuffen. Und dann waren das die anderen Sachen. Und das wird kommen. Ja. Ihr habt ein ungültiges Ziel. Oder wir sind so wie die hier PvP Tauben ärgern. Das kann man auch täglich machen. Irgendwann wird es langweilig, aber nicht so schnell. Vor allem nicht, wenn man die richtigen Gruppen hat. Ich meine, es kommt wirklich immer darauf an, was für Leute man hier kennenlernt. Ich meine, wenn man vollkommen allein ist, dann ist es sehr schwer, 65 zu sein und wirklich niemanden zu kennen oder mit niemandem was zu machen. Weil zumindest, wenn man eine Instanz geht, hat man irgendeine Gruppe immer an sich rum. Man, eventuell ist der Chat total still, aber normalerweise quatscht man auch nicht. Das ist das Falsche. Und so weiter. Das heißt, ja, in dem Sinne, es wird langweilig, wenn man nichts mit anderen zu tun hat. Und je nachdem, was für man andere hat, es gibt Leute, die machen ja nur Instanzen, es gibt Leute, die machen nur PvP, muss man einfach für sich selber erstmal testen, was von beiden möchte man machen, oder möchte man vielleicht alles machen. Und dann sich dementsprechend Leute suchen. Ich meine, mich kann jetzt niemand zum PvP-Dauer suchten bringen. Ich weiß nicht, ist einfach nicht meins. Ich mache schon mal hin und wieder gerne PvP, aber nicht so sonderlich. Hat man ja auch in Elden gesehen. Ich meine, ich klatsche schon gerne Leute weg. Fein Okta 7 brauchen wir. Nur das nicht das, was ich am liebsten in Ion mache. Okay, ist schon ganz cool. Aber es gibt welche, die sind von morgens bis abends online, sind in PvP-Gebieten und hauen ein Elios nach den anderen weg. Oder halt, wenn es Elios sind, ein Asmo nach den anderen. Und, ach, ich muss das Gift holen, das droppt anscheinend nicht immer. Und das ist einfach so etwas, das machen ein paar. Und wenn man das toll findet, dann viel Spaß mit denen. Da sollte man sich dann mit denen zusammenrotten. Ja. Aus toten, kalten Händen. Das ist eine Quest, die können wir auch nicht anklicken. Da muss man ganz viele Quests machen. Ganz viele Mobs sägen. Das wird später auch noch auf uns zukommen. Und ganz ehrlich, das wird nervig. Bei 60 Mobs. Das heißt, wir brauchen einfach mal eine einzige Folge, um eine ganze Folge, um eine einzige Quest zu machen, zu erholen, wenn wir es richtig formulieren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist extrem viel. Ja. Euer Ziel existiert. So, wir brauchen noch zweimal Gift. Merkt, hier sind die Dropraten höher als in Brossoni. Definitiv. Ist viel, viel angenehmer. So, noch einmal Gift. Müsste eigentlich der haben. Die Stacheldingel ist wieder auf mich zugerannt. Scheiße. Wir werden aber eigentlich nicht daran sterben. Und wenn der jetzt droppt, können wir uns ja auch direkt verpieseln. Und er hat gedroppt. Perfekt. Hier ist das nicht so. Ja. Abendlich Sylphe. Meine ich, heißt das so? Ja, Sylphe steht da. Sind hier die. Müssen wir eben kurz für ein bisschen Leben und Mana sorgen. Dann können wir wieder raufgehen. Und das. Also, hier gehen die Quests definitiv schneller. Was ist denn hier? Ach, auch die Abendlichtheit, okay. Och nein, die müssen wieder droppen. Ich mag die Drop-Quest nicht. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Zumindest haben wir bisher eine 100%ige Droprate. Bisher. Aber auch nur bei den Abendlichtsöfen. Bei den Hain war ja einer, der nicht machte, ich weiß. So etwas kann ich mir dann doch merken. Das aber frag mich nicht, wie das in anderen Folgen war. Ich meine, es gibt ja welche, die schauen die Folgen hintereinander weg und dann kann man ja darüber nachdenken, hey, die hat doch eine Folge was ganz anderes erzählt. Aber wenn es mal so sieht, für mich sind die ewig weit auseinander. Hin und wieder nehme ich welche auf, da ist dann
Also ich habe jetzt sehr viel auf Lager. Das heißt, ich nehme auch momentan täglich auf, weil ich bald weg bin. Für eine Woche. Und ich hätte gern vorher und nachher so ein bisschen Freiraum. Gut, auf jeden Fall ist dann irgendwann halt so ein riesiges, ich wollte gerade Gap sagen, riesige Spalte, Lücke, was auch immer, zwischen den Aufnahmen. Und dann bin ich einfach mal so, ach, der spawnt wunderbest. Und weiß echt nicht, was ihr meint. Weil ich habe ganz andere Gedanken dann wieder. Also ich meine, ihr denkt ja auch nicht, eine Woche lang, kommt aus dem, über das Thema an. Ja, muss ich eigentlich. Aber man denkt normalerweise nicht sonderlich lange über manche Sachen nach. Und andere wechseln sich und man wechselt die Meinung. Okay. Ich wechsle nie meine Meinung. Meine Meinung ist einfach standfest. Es gibt keine andere Meinung als meine Meinung. Nein, Scherz. Aber ja, ne? Das ist es halt, was ich meine. Das meine ich überhaupt. Egal. Oder ich rede halt sehr lange und dann weiß ich nicht, womit ich angefangen habe. Und dann denke ich so, hä? Was wollte ich überhaupt sagen? Das passiert dann auch manchmal. What the fuck? Sylphen sind, Brillensylphen sind gerade in mir gespawnt und weitergeflogen. Alter, war das unheimlich. Ihr habt ein ungültiges Ziel. Eine abendliche Sylphe brauchen wir noch. Ihr habt keinen freien Blick. Die scheinen wirklich 100% zu droppen. Und dann sind wir fertig. Und würde ich auch sagen, ist danach dann diese Folge zu Ende. So. Jetzt müssen wir unsere Sachen hier wegbringen. Die Geisteranhöhe ist anscheinend mit Quest jetzt fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin noch viel Spaß, falls ihr selber Iron spielt. Viel Erfolg. Und jo, bis die Tage. Tschüss.